Die Frage, wie man M plus sind, ist nicht so leicht. Ja? M plus hat auch sehr viele Faktoren. Faktoren wie Gruppenzusammenstellung, Faktoren wie welche Instanz gehst du, wie trashlastig ist sie und vor allem welche Affixe. Und bei den Affixen auch ganz groß Fortified oder Tyrannical. Also sind die Trash-Mobs oder die sind die Bosse gebufft. Deswegen gibt es keinen einzelnen Weg, um zu simmen. Das Beste, was ich dir empfehlen würde, ist, es gibt kluge M-Plus-Spieler, die sich mit ihrer Klasse auseinandersetzen und es gibt viele davon, die streamen. Ich würde dir empfehlen, zu diesem Stream zu gehen und zu fragen, hey, warum legst du darauf Wert? Du kannst aber auch einfach auf raider.eu gehen, diese Seite hier. Ich mache jetzt gerade ein Video, deswegen gerade nochmal mit runterziehen. Und dort kannst du auf Mythic, Class, Leaderboards und beispielsweise möchtest du, was die Demon Hunter, ja? Oder Retri-Paladine nehmen wir einfach. Paladin, DPS. Dann siehst du die höchsten DPS-Paladine mit 3,8 Rating, 3,7. Wir nehmen mal den besten, Narcolis. Kennt jeder. Und dann kannst du erstens schon sehen, hey, was sind seine Essenzen? Was sind seine Stat-Weights in Anführungsstrichen? Welche Items hat er an? Welche Corruption hat er an? Welche Talente hat er an? Und wenn du runter gehst, kannst du zum Beispiel sagen, hey, er hat zum Beispiel die Mutterlade. Wie heißt das Ding? Motherlode auf Deutsch? Weiß ich nicht. Tol'Dagor beispielsweise. Dann kannst du da draufklicken und dann siehst du einfach mal, hey, da hat er einen 23er gemacht. Ja. Und Riesenflitz, genau, ja, okay, danke, danke, ja, alles klar. Ja, danke. Mutterlade. Oh, da ganze Method-Gruppe am Start. Und dann kannst du auch wirklich spezifisch sehen, was er für Traits und Talente und Azerite-Pieces gehabt hat. Ja, das ist ein bisschen akribische Arbeit von deiner Seite aus, dass du das durchgehst. Geh alles durch. Wirklich. Nimm dir die Zeit. Es ist wie, als würdest du dich in eine Bibliothek setzen und die Bücher wälzen. Das so lernst du Wissen. Oder halt durch Werkzeughandbuch lesen. Geh jeden Speck durch. Und dann, wenn du mit ihm fertig bist für alles und auswendig gelernt hast, was er wo nutzt, dann machst du mit dem zweiten Retri weiter. Und dann machst du das für 100 Retris. Und dann hast du einen sehr großen Wissensschatz von allen Möglichkeiten, die es gibt und welche, wie oft, wie viel die diese Essenzen nehmen oder das Gear nehmen, etc. Und das wird dir automatisch schon eine grobe Idee davon geben, worauf die Leute Wert legen. Ja? Aber wenn du wirklich selber simmen willst für das Gear, was du hast, gibt es für M Plus eine Möglichkeit. M Plus, woraus besteht M Plus? M Plus machst du die meiste Zeit dadurch wett, dass du große Pulls machst und dann mit den CDs alles umklatscht. Und diese großen Pulls sind deswegen auch nur dann möglich, wenn du die schnell genug tötest, bevor sie zum Problem werden. Wenn sie zu oft ihre Special Abilities casten und der Tank keine Death-CDs mehr hat, wiped es. Ja, oder wenn der Heiler out of Mana ist, wiped es. Die müssen schnell genug fallen und dann sind diese Pulls möglich und dadurch spart ihr deutlich Zeit. Und deswegen möchtest du deinen Char auch auf diese Situation anpassen. Großer Big Pull, ein Kampf dauert wie lange? Eine Minute? Trash-Fight, nicht mal lang, 40 Sekunden vielleicht. Aber in der Zeit willst du massiven Damage raushauen. Wie simmst du das? Ganz einfach. Du gehst hier runter, nimmst die Fightlänge statt, eine Minute, statt 5 Minuten auf 40 Sekunden und machst Number of Bosses auf 5 Targets beispielsweise oder 6. Egal, je nachdem, wie groß die Pulls sind. Wenn du keine Big Pulls machst und nur ein Trash-Pack nach dem anderen machst, bleibt die Fightlänge ja gleich. Aber dann würde ich vielleicht 4 nehmen, ja? King's Rest beispielsweise, hast du nicht so große Puls. Atal-Dazar hast du wieder größere Puls. Ja, nimm mal Durchschnitt mal 4 oder 5. Der Unterschied wird hier jetzt nicht so groß sein. Wichtig ist auch noch, drück hier unten auf Show More Options und deaktiviere Bloodlust. Bloodlust würde dein Haste-Value zu stark beeinflussen, weil du ja absolut nicht immer Bloodlust zu jedem Pull hast. Oder gar nicht beim Trash nutzt, größtenteils. Es gibt einige Fortified-Wochen, wo du es nutzt bei einigen Pulls. Ja. Und dann simmst du einfach alles. Wichtig, das ist kein M-Plus-Sim. Was dir das zeigt, ist einfach, auf welche Azerite-Traits und auf welche Stat-Weights würdest du gehen, wenn du 100% Wert auf solche Big Pulls legen würdest. Dann vergleichst du das einfach mit dem anderen Sim von Single-Target-Boss-Fights und dann guckst du einfach mal, hey, Mastery ist zum Beispiel Single-Target nichts wert, aber AOE super viel wert, ja? Dann hast du Versatility, was bei beiden ungefähr gleich viel wert ist. Du hast Haste, was bei dem anderen weniger ist. Versuch den Gear dann zusammenzubauen, wo du denkst, okay, ich würde Single Target nicht zu viel Schaden verlieren.
und AOE trotzdem noch einigermaßen mitmachen. Das musst du dir dann selber arbeiten. Und wieder diesen ganzen Prozess haben schon gute Spieler gemacht. Und deswegen würde ich da sagen, hey, wenn da so viele erfahrenere Spieler sind, dann guck doch einfach bei denen ab oder frag die. Aber das ist eine Möglichkeit, zumindest sich anzunähern, zu gucken, welche AOE-Möglichkeiten gibt es da.